Die britische Premierministerin Theresa May will die EU um einen erneuten Aufschub des Brexit über den 12. April hinaus bitten. Durch den möglichst kurzen Aufschub soll das britische Parlament die Zeit bekommen, doch noch ein Abkommen zum EU-Austritt zu beschließen. Zugleich bietet sie Oppositionsführer Jeremy Corbyn an, gemeinsam nach Wegen aus der Brexit-Sackgasse zu suchen. Das Parlament muss die Möglichkeit haben, über Vorschläge abzustimmen, die verhindern können, dass wir Ende nächster Woche einen harten Brexit erleben. Und wir müssen auch sicherstellen, dass wir den Menschen in diesem Land Sicherheit und die Gewissheit geben, dass es am Ende keinen harten Brexit geben wird. Ein weiterer Aufschub. May muss bis zum 10. April einen Plan vorlegen, wie ihr Land geordnet die EU verlassen will. Ansonsten droht zwei Tage später der ungeregelte Austritt. Die EU fordert aber gute Gründe, um Großbritannien einen weiteren Aufschub über den 12. April hinaus zu gewähren. May müsste also einen Kompromiss vorlegen, der Chancen hat, im britischen Parlament verabschiedet zu werden. Der mögliche Kompromiss. Knackpunkt könnten die zukünftigen Handelsbeziehungen mit der EU sein. Die Labour-Partei fordert, dass Großbritannien auch nach dem Brexit im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt. May hat das bisher abgelehnt, nun ließ die Regierungschefin erstmals durchblicken, dass sie ihre Haltung ändern könnte. Bei einem solchen Kompromiss würde Mays Deal weitgehend bestehen bleiben. Die Brexit-Hardliner in Mays konservativer Partei sind allerdings strikt gegen engere Bindungen an die EU. Wenn kein Kompromiss erzielt wird. Sollte der Deal weiterhin keine Mehrheit im Parlament finden, hat May den Abgeordneten angeboten, diese könnten ihr Vorgaben über das weitere Vorgehen machen. Dann wäre wohl ein Aufschub jenseits des 22. Mai nötig. Dann müsste Großbritannien an der Europawahl teilnehmen. Ein Szenario, das sowohl Theresa May als auch die EU gerne vermeiden würden.